Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Winterberg unterwegs. Wir sind in unserem Tier-Special und wir sind mitten in der Silage und das Ganze in Folge 166. Jetzt muss ich erstmal hier in den guten Case reinklettern. Und sehen, dass ich das irgendwie geregelt kriege, dass ich hier wieder rauskomme mit dem vollen Hänger. Irgendwie habe ich Motor ausgemacht. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, da irgendwie doppelt, dreifach zu drücken oder überhaupt zu drücken, wenn er gar nicht notwendig ist. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt so. So, okay, er zieht es hier ein bisschen mehr weg. Drehen wir es mal ein bisschen zur anderen Seite. So. Ich weiß, ich kann nicht rückwärts fahren. Werden jetzt alle das so zum tausendsten Mal bestätigen, aber ich weiß das doch schon. Ja, zu doof dafür. Ne, so, jetzt geht's. Jetzt kann ich auf jeden Fall hier schon mal einen schönen Bogen fahren. Ne, kann ich nicht. Jetzt wäre ich gegen die schöne Laterne gefahren. So, das können wir jetzt erstmal einlagern. Ich kann sicherheitshalber nochmal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir einen halbwegs vernünftigen Silagepreis haben. Das ist zwar grün, aber ne, ihr seht, das Heizkraftwerk bietet mehr. Und da ist es weiß, also ich werde da jetzt, weiß ich nicht. Wollen wir eine Ladung hinbringen? Ja komm, lass uns eine Ladung hinbringen. Wir versuchen ja, Geld zusammenzukriegen für ein neues Feld. Oh, mal sehen, dass wir ein bisschen was reinkriegen. Weiß ist ja noch okay. Grün wäre natürlich schöner gewesen. Aber wir müssen mal gucken, in welche Richtung sich denn hinterher der Preis entwickelt. Wir werden ja bald wieder vorspulen und dann können wir mal eine Runde gucken. So, dann hauen wir den Spaß jetzt mal raus. Das dürfte das Portemonnaie dann einigermaßen füllen. So, und für das günstigere Feld wird es schon fast reichen, aber da sind Kartoffeln drauf und da habe ich noch nicht ganz so die Ambitionen drauf und vor allen Dingen habe ich da keine Ambitionen drauf über so einem großen Feld. Kartoffeln an sich finde ich ja nicht übel, aber es müssen auf der Karte jetzt nicht so viel sein. Wenn ihr sehr, sehr viel Kartoffeln sehen wollt, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt genau bin bei der Saxonia, aber da habe ich als nächstes 161 Hektar Kartoffeln am Start. Das wird also das nächste sein. Wenn ihr sagt, das ist mir nicht groß genug, dann guckt auch gerne. In die Folgen kommen immer sonnabends und sonntags neu. Guckt auch gerne rein bei meiner Great Fields Variante. Da geht es um 600 Hektar Zuckerrüben. Also ja, für Größenwahnsinnig bin ich zu haben, wie man also merkt. Fräse an und dann werden wir erstmal hier gucken, was wir hier vorne noch so wegholen können. Und dann machen wir das gute Ding nochmal voll. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das nochmal verkaufen, weil der Preis war schon weiß und ich glaube nicht, dass der noch akzeptabel ist. So 1360 oder 70, was es da waren. Die sind ja noch okay, da kann man eindeutig mit leben. Kann man nicht anders sagen. So, theoretisch muss ich natürlich jetzt versuchen, hier vorne den Köterkram wegzukriegen. Ich weiß nicht genau, wie ich da sauber hinfahre. Oh. Okay. Ich da noch ein bisschen was gedreht? Wahrscheinlich ja nicht. Aber ich werde es jetzt mal so machen, dass er ist natürlich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen weit weg und deswegen will er jetzt nicht. Ja. Er merkt es selber. Aber es geht auch nicht mehr viel rein. Es können nur noch die letzten kleinen Momentos sein, die er nimmt. Hier sagt er mir jetzt, wäre eine durchsichtige Mauer oder sowas, ist ja auch okay. Das werden wir dann auch zu korrigieren müssen. Aber wie gesagt, wir brauchen ja auch nicht jetzt die Silage komplett zwangsweise komplett leer machen. Das muss ja gar nicht sein. Es geht ja einfach nur darum, dass wir zwischendurch immer eine Ladung rausholen. Und das haben wir jetzt ja. Wir haben noch 92.000 Liter drin und ein paar zerdrückte. Das sind also hier nach immer noch drei Hänger. Haben wir zwei hintereinander weggemacht. Wenn wir das nächste Mal auch wieder einen verkaufen und zwei einlagern, dann ist es alles okay. So, mal sehen, wie weit ich jetzt hier mit rückwärts komme.
Nicht sonderlich, schätze ich. Aber es sieht so schlecht nicht aus. Beim Rückwärtsfahren korrigieren. Das ist nicht das, was ich hinkriege. Ich muss mich immer erst wieder gerade hinstellen. Fragt mich nicht, warum es so ist. Ist so. So, ja, da sind wir schon wieder auf dem Weg. Drehen wir mal freundlich drauf und lagern den Spaß ein. Ich kann ihn hier auch jetzt kurz stehen lassen, das macht nichts. Motor habe ich mal ausgemacht. Hier gucken wir zwischenzeitlich mal auch nach dem Vorspulen, ob wir schon wieder ordentlich Holz brauchen, wie es mit unserem Palettenbestand aussieht. So, das ist 2000, das ist ungefähr halb voll. Das ist nicht super, aber bevor die Palette, bevor hier hinten die Produktion deswegen steht, würde ich sagen, wir werden mal eine Runde hinfahren und den Bedürftigen Paletten bringen. Ich weiß nicht, wer von dem der Bedürftigste ist, das werden wir mal vorher klären, sicherheitshalber. So, der hier scheint sehr bedürftig zu sein, weil die Produktion ist aus und es liegt... Hä? Warum ist die Produktion aus? Ach, Bier ist voll. Okay. Das ist natürlich dreist, ne? Sollte ich den vielleicht mal wegmachen. Und hier ist die Produktion aus, weil, lass mich raten, das ist auch voll. Gut. Also die bedürftigen Leerpaletten sind auf jeden Fall erstmal beim Bäcker. Das ist Nummer 1. Aber wir werden jetzt erstmal losfahren und die nächste Palette mit Brot da hinten wegholen. Ja, ich habe schon wieder den Motor ausgemacht. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Es ist einfach so. So. Angehängt. Bumm, gezogen. Das kann er nämlich alles locker ziehen, der Kleine hier. Gucken. Ich muss den Arbeitsmodus erst anschalten. War ein bisschen blind. So. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier direkt dran stehe, was ich jetzt tue, mache ich erstmal die Spanngurte weg. Arbeitsmodus an, Arbeitsmodus aus. Spanngurte wieder ran. So, jetzt haben wir im Moment schon mal zwei Paletten Brot. Wenn ich jetzt so um die Kurve kurve, dann kurve ich hier rein und kann dann vorsichtig wieder vorwärts wegfahren. Haha. Das sah fast aus, als wüsste ich, wie rückwärts fahren geht, aber es wäre gelogen. So, gut, jetzt stelle ich ihn hier wieder hin. So, da steht er gut. Wir haken ihn ab. Dann haben wir schon mal zwei Paletten. Ne? Brot. Und hier gibt es jetzt die... Ne, Quaderbein ist falsch. Rund auch. Man kann nämlich einstellen, was es ist. Aktuell Palette. So, weil das wird jetzt die erste Palette Bier, die wir verladen. So. Arbeitsmodus an, Arbeitsmodus aus. Spanngurte drauf. So, jetzt bitte langsam reindrehen. Dankeschön. Und jetzt fahren wir wieder weg. Hier stelle ich wieder hinten hin, damit die Jungs hier nicht durcheinander bringen. Spanngurte sind ja dran. So, wir haben schon mal eine Palette Bier und zwei Paletten Brot. Hört sich doch gut an. So, was sagte ich noch? Ach ja, mal rund flink hier die Paletten dahin bringen in die Bäckerei. So, ich will ein bisschen besser davor fahren, dann klappt das auch. Da soll ich auch ein bisschen dichter rangehen. Und wegen der Höhe ist es hier ein bisschen schwieriger. Das seht ihr, wenn mich meiner hier vorne jetzt gleich hochkoppelt. Ja, es geht. So. Die haben wir erwischt, das ist gut.
Ja, und damit fahren wir jetzt zur Bäckerei. So simpel ist es. Die hat am wenigsten davon. Und die kann dann weitermachen. Und nach dem nächsten kurzen Vorspulen, den nächsten, bekommt dann die Brauerei. So ist es. Einmal hier hinten vor. Oh, hier stehen schon wieder Kisten. So, schon haben wir wieder Paletten dabei. Ist doch gut. Hier tut sich noch nichts. Wenn ich jetzt ganz kurz vorspulen würde, dann seht ihr, dass da auch das Licht wieder angeht. Und die erste Kiste, erste Dinger sich da hinstellen. So, jetzt gucke ich noch einmal kurz nach dem Wasserbestand. Der Punkt ist, das Wasser muss nicht leer sein hier. Aber es sind nur 1000 Liter und ich glaube, bei dem anderen hat man es auch ziemlich voll gemacht. Da gucke ich dann gar nicht erst. So, gut, ja. Das hier läuft doch wunderbar. Na, der kleine Fan sieht doch alles unter Kontrolle. Der Holzpart wird da, glaube ich, auch nicht so sonderlich wild. Fan, Glas, ne? Dödel. Der Holzpart hier, gucken wir auch nochmal kurz auf den Bestand. Ja, mit der Zeit kriegen wir hier auch Hackschnitzel. Die können wir natürlich dann auch in die Verbrennung geben, sozusagen. Ja, hier ist ein kleiner Ansatz Palette schon wieder da. Holz ist bei 86%. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, hier schon abzuschütten, weil das da, wenn ich das hier abgebe, ist das sind locker 50%. Also soweit müssen wir den wahrscheinlich erstmal abarbeiten lassen. Das wird wahrscheinlich sogar mehr sein. 50%. So, gut. Ihn fahren wir kurz zur Seite. Hier unseren Seitenparkstreifen. So. Dann. Können wir ihn hier rausfahren. Können den Profi so relaktisch mal hier eine Runde hinstellen. So. Und ja, da haben wir ihm jetzt einen neuen Vorbau. Da ist der Ford. So. Milchbestände haben sich durch das kurze Vorspul noch nichts Großes ergeben. Ja, dann würde ich sagen, ist nochmal eine Runde Vorspulen angesagt. Helfer und sowas laufen ja nicht. Wir werden jetzt erstmal einen guten Schwung nach vorne gehen. Soweit, dass ich weiß, dass ich schon auf ihn hier hüpfen werde. So. Dann haben wir den jetzt auch mal wieder in Fahrt gebracht. Ich werde jetzt hier mal die schöne blaue Palettengabel von ihm hier vorne abschmeißen. Werde mir die Schaufel nehmen. Werde schon mal in Position hier hinten fahren, weil nach dem Vorsprung weiß ich genau, was ich die Tiere sauer machen muss. Ne? So simpel ist es. Es ist auch bewölkt. Ich hoffe, dass es gleich noch mal ein Tickchen heller wird, bevor es ganz dunkel wird. Ungefähr wenigstens. So, wir stehen hier schon mal. Ne? Ja, so sieht das gute Junge aus mit seiner Schaufel davor. Neuen Aufgaben gedacht, ist er schon wieder dabei. Hier sieht man jetzt auch live dabei, wie es schmutziger wird. Ne? Durch das Vorspulen 120-fach sieht man die Kleckerreste immer mehr werden. So simpel ist es halt. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie weit spule ich jetzt, das bin ich mir nicht mal sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall so Richtung 18 Uhr oder sowas gehen. Aber wohl, ich sollte jetzt einmal stoppen. Und einmal durchhüpfen. Ja, ah, es wird hell, sehr schön. Und sollte ihn hier schon mal mitnehmen. Man kann zum Glück von den Jungs hinten von der Weite her schon sehen, ob die voll sind. Und ich glaube, dass wir schon wieder die Produktionen stehen haben, wenigstens da steht sie, hier steht sie noch nicht ganz.
Das heißt, ich habe in dem Fall das Bier wohl schneller vollgekriegt. Ich steige mal aus. So. Objekt zu schwer. Okay. Bier voll. Gut. Ja, Paletten ist noch ein bisschen was drin. Weizen ist noch ein bisschen was drin. Wasser ist noch drin. Die produzieren relativ gut. Okay, dann würde ich sagen, bevor ich jetzt was weiteres mache, müssen wir öfter hier mal anhalten. Also wie gesagt, solange wir hier was drin haben, müssen wir anscheinend so alle 3 Stunden, 4 Stunden auf jeden Fall Produktion, dieses Vorspulen halten, um uns die nächsten Paletten hier abzuholen. So, dann werden wir jetzt mal hier die nächste Bierpalette da wegholen. Dann dürfte die Produktion wieder anfangen. Und glaube, wenn ich ein ganz kleines bisschen vorspule, dann wird das gleiche auch sein mit der Bäckergeschichte. So, Ladegurte weg. Einmal aufladen, wieder an, Ladegurte wieder an. Ja, aber damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und natürlich auch über einen Share. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge habt, schreibt das gerne in den Kommentarbereich. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank auch schon für die Unterstützung bis jetzt. Und dann bis zum nächsten Mal.